Ich habe vergessen, die Qualität umzustellen. Dreiskind, guten Abend. Ich dürfte wieder da sein. Hoffentlich. Ja, doch, ich bin wieder da. Auercrave, schönen guten Abend. Willkommen zum ersten Mal in meinem Chat. Was mich gerade sehr, sehr toll ist. Das ist, der Fakt, dass es zum ersten Mal ist. Soll es nicht mal pergehen? Morgen mein 2-Stunden-Stream, das weiß ich. Endlich mal. Ich werde bestimmt ein Teil da sein. Was sind denn deine Pläne für deinen Stream? Ich hatte nur gesehen, dass du es machen möchtest. Du hast aber selbst geschrieben, du hast keinen Zeitplan oder so. Hast jetzt was geschrieben? Doch, ha. Minecraft. Nochmal bearbeitet, vor allem kann ich eine neue Nachricht, oder? Ja. Alleine oder? Mit deinem Kollegen dort. So, Minecraft wird sofort wieder gestartet sein, hoffentlich. Und jetzt dürfte es wieder reinkommen. Bitte. Und wir sind. So, nach dieser kleinen Unterbrechung sind wir wieder da. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade Minecraft einfach aus Intention geschlossen habe. Alter, vier sind halt Tasten, die man sehr schnell drücken kann. Dürfte jetzt wieder ein bisschen besser laufen. Hoffentlich. Also wie gesagt, hoffentlich. Vielleicht lädt die Welt jetzt erstmal noch ein bisschen, aber das ist mir neu, dass das jetzt so ein bisschen geleckt hat. Es ruckelt auf jeden Fall noch. Es ruckelt noch immens. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich mach das jetzt einmal so. Jetzt dürfte alles. Ja, ich bin nicht zufrieden, aber es läuft besser als vorher. Das ist doch das Hauptsächliche. Gut. Ich habe mir überlegt, eigentlich wegen der Uhrzeit, dass ich heute nicht die Story starte. Ich glaube, du beziehst dich gerade auf den Kollegen, okay? Wieso ist hier ein Kuchen mit Fackeln? Also das ist jetzt echt nicht eingeplant gewesen. Naja, egal. Jedenfalls, wir sitzen hier mit den... ja, ich habe erstmal überlegt, dass ich die Story nicht weitermache, sondern dass ich erstmal an diesen ersten großen Bauprojekt von mir gehe, dass ich diese... die Pizzeria von Five Nights at Freddy's nachbaue. Dann sind wir alle gespannt. Dass ich die erstmal nachbaue, aber das, da ich mir nachkommen. Wieso sollte man nicht einfach jetzt anfangen? Die wird auch im Laufe der Zeit was geschehen. Wir werden auch ein bisschen gleich reingehen. Ich habe Mods hinzugefügt. Ich habe ja gesagt, dass ich schon mal eine Gegenmod haben möchte. Für die Kiste. Für die gute alte Kiste, weil irgendwann wird die halt so immens groß sein, dass ich den Überblick verloren habe, verlieren werde. Problem ist einfach nur, dass ich erstmal sehr lange gebrochen werde, bis diese Sache kommt in Wind. Keine Ahnung, wie die Mutter ist. Perfekt. Finde ich die auf die Schnelle jetzt? Ich bezweifle das gerade. Die Elementar-Creeper sind jetzt hier auch drin, einfach nur ein bisschen so die Nächte ein bisschen schöner zu gestalten für mich. Da ich mich kenne, werden wir sowas noch nicht finden. Doch, hier ist das sogar. Hi. Refined Storage heißt es genau. Refined. So. Das ist einfach nur dieses. Ich glaube, es ist aus dem Galactic Craft Mod drin raus. Aber das ist jetzt. Jedem das seine. Ich hatte gerade Pfannkuchen noch. Was
war das Einzige, was ich heute gegessen habe. Hatte ich noch was heute gegessen? So, ich nehme mal jetzt ein paar Sachen wieder raus. Meine Rüstung. Hatte ich echt nur? Ich hab doch nicht nur Dings gehabt. Eine Brustplatte. Ein bisschen Essen. Gut. Ich hatte Pfannkuchen gehabt mit schön Kondensmilch. Meine Empfehlung Nummer 1. Und zum Mittag. Was ist hier los? Liegt hier Schnee? Hä? Die Welt ist einfach kaputt gegangen in der Zeit, wo ich nicht hier war. Oder hier ist so ein Creeper hochgegangen. Das kann auch sein. Ah! Ich glaube, das erklärt den Kuchen. Ein Creeper ist hochgegangen. Es gibt hier so einen Kuchen-Creeper. Ah, stimmt. Zum Mittag gab es auch Spaghetti, zufälligerweise. Kondensmilch? Spaghetti gab es mir heute auch noch. Ich glaube, Napoleon? Ich habe mit Absicht jetzt gerade unverständlich gesprochen. Ich weiß, wie das ausgesprochen wird. Ich verliere doch Hunger wie sonst was. Ja, heute, der heutige Plan ist einmal, dass wir erstmal das Ganze anfangen. Und zum anderen, dass wir schon mal den Grundriss der Pizzeria anfangen können. Ich habe mir heute extra so einen Plan rausgesucht, dass ich wollte heute ein bisschen später machen. Ich habe mittags gut geschlafen, deswegen habe ich gedacht, denke ich, mache ich heute ein bisschen länger. Hoffentlich. Materialien müsste ich auch mal langsam fahren. Oder suchen. Ich habe keinen guten Dungeon Mod, glaube ich, drin, oder? Gar keinen Dungeon Mod drin. Ja, obwohl, wir könnten heute in den Äther. Ich glaube, wir gehen heute in den Äther. Schlafen braucht Jeremy auch endlich mal. Hier sind überall diese Schnee. Also ich glaube, hier gehen gerade echt schön viele Creeper hoch. Das ist echt schlimm. Hier sind die Kartoffeln fertig. Das ist schon mal schön. Wir haben auch bisher nur einmal gefarmt. Jetzt ist mal Zeit, dass ich mal wieder neu bekomme. Der kann die 12 Stunden noch einfach so durchziehen. Der macht noch Nacht durch, das funktioniert dann alles. Ich glaube an Jeremy. Es war so schön, wie einfach mein Kopf instant diese ganzen Situationen von mir und ja, von mir eigentlich hauptsächlich jetzt gerade sofort in den Raum geschmissen hat in meinen Kopf. Ich bin seit gestern schon wach. Ja, siehste? Da kriegst du jetzt auch noch die restlichen Stunden hin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, 14 haben wir. Ja, über den Stack. Schmeiß ich jetzt eben meine ganzen Kartoffeln hier rein. Und ein Eisen hole ich noch raus. Hier würde ich einfach das Wichtigste reinpacken, glaube ich. Das ist ein intensiver Nachttalk. Aha. Kam es denn dazu? Konstruktionsblock. Von Minecraft? Es gibt einen Konstruktionsblock. Okay. Und eine Konstruktionslehre. Schnee entfernen. Da sitzt ein Matrose. Ich weiß nicht, ob der mich angreifen wird. Aber ich sehe dann Squid mit dem Grabstein, der gerade despawned ist. Perfekt! Ich wollte gerade diesen Squid holen, ne? Habe ich irgendeinen. Ja, okay, der war nicht schlecht gewesen. Fake-Ding, ja. Aber jetzt nicht. So.
Oh, ich nehme erstmal den Skyrim-Hut und gehe zu ihm. Ich muss ja natürlich ein bisschen bedrohlich wirken. Ah, da hat jemand die Lore auf dem Kopf und sitzt auf dem Skid. Perfekt. So, mein Lieber. Soll ich mein Schwert rausholen? Ich weiß nicht, der sieht schon verwundet aus, sagen wir mal so. Also der hat hier ein kleines Löchlein durch seinen Körper. Wie kannst du überhaupt noch leben, Junge? Du kannst einfach blinzeln. Mach nochmal. Jetzt will er nicht. Danke. So. Was mir gerade auffällt. Ich habe ja genauso guten Schaden, aber warte mal. Oh. Ah. Hilfe. So. Wir haben beide zwei verschiedene Augenfarben. Hey. Hast du auch die Hoffiver? Selbst komm als ich mit dem Insider, mit dem zwei verschiedenfarbigen Augen des Minecraft-Skins drauf? Hä? Es wird gerade Nacht. Ich komme gleich wieder. Es wird so tief, wenn er aber sterben würde. Gut. So, ich bin wieder da. Ich habe gerade gut schön ausgeschlafen. Ich hoffe, es kommt kein Creeper jetzt einfach so rein. So, kann ich mit dir irgendwie... Was? Ah. Gut, ich kann... Also, wie es aussieht, kann ich dir nur helfen. Deswegen helfe ich dir jetzt auch mal. Danke. Neue Quest. Wasser. Hier war das Slot, ja. Steven. Okay, Steven möchte eine Wasserflasche, 16 Brot und eine Bandage haben. Bandage? Ist aber ja nicht Minecraft-eigen, oder? Hier, Bandage. Vom Evermod. Oh, nee. Okay, ich muss dann jetzt wohl in Eva. Schön. Muss ich ja so oder so. Wo war das Ding jetzt? Wasser und Brot kriegen wir so oder so ganz schnell. Ich weiß, dass das Ding jetzt durch Portale, durch ein neues Portal geht. Früher war das Glowstone. Ist das neu? Nicht das Altar. Ist es das hier? Ja, es ist das Portal. Oh. Was darf ich nochmal suchen? Da. Vier Eisen. Vier gebrannter Stein. Ich brauche noch zwei Eisen, wie es aussieht. Perfekt. Oder ich habe Glück. Ich brauche noch ein Eisen. Ah ja, ich habe, was mir auch wieder auffällt, ich habe mein Texture Pack rausgenommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es nicht so schön aussieht, wenn Mods mit der normalen Textur halt umgehen, wenn dessen halt Texture Pack halt ganz anders aussieht. Das sah man halt schon am Ofen, das sah man an den Kisten und so, die hatten ja an sich die Vanilla-Texturen und dann halt mit dem Texture Pack sah das wieder dreckig aus. Ich habe überlegt, dann ein Texture Pack zu nehmen, was irgendwie kompatibel ist und so einigermaßen normal aussieht mit den anderen, aber das mache ich nicht. Wieso fehlen hier Bäume? Ich will auch einfach nur eine Höhle rein. Ah, hier ist eine Höhle. Ich glaube, hier war ich schon mal drin. Da ist ein Creeper. Haben wir so zu akzeptieren, dass einfach nichts passiert ist. Wieso ist hier wieder Schnee gewesen? Und wieso leuchtet der Schnee? Eine Fackel dabei? Nein. Aber ich hätte alles für eine Fackel, wenn ich jetzt noch ein Stück Kohle bekommen würde.
Was ist das hier für ein Ort? Warum? Oh, yo! Gut. Was zur Hölle? Hä? Ja, okay, ist natürlich vom Vorteil, wenn man jetzt einfach keine Rüstung besitzt. Aber das hat sich gerade so angefühlt, als ob dieses TNT das verfolgt hat, mich verfolgt hat. Ich dachte, ich könnte das einfach wegschlagen, wie gerade eben. Verdammt, was war das gerade? Ich muss jetzt wieder diese Baumstämme finden, damit ich in diese Höhle wieder reinkomme. Ist die Höhle? Hier ist auf jeden Fall Kohle. Beantwortet aber nicht meine Frage. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, dann komme ich schon richtig an. Ja, das ist mein Grabstein. Steht der Creeper noch hier? Gut, ich habe Karotten bekommen. So. Habe ich mir selbst was gedroppt? Oder hat der Creeper sich umgebracht? Nehme ich an. 2 Diamanten aus dem Lootpack. Lootpack nehme ich mit. Also noch ein dritter wäre jetzt perfekt für. Oh ne, 2 sind eigentlich auch nicht schlecht. Ach, ich habe sogar eine Fackel. Ich habe sogar Fackeln dabei. Was ist das hier? Mann, heute läuft es echt super wieder mit mir, ey, im Leben. Das ist echt toll. Kaum bin ich 10 Minuten online, direkt sterbe ich einmal. Wieder so ein Furnace Creeper, wo ich auch keine Ahnung habe, was ich überhaupt anstellt. Es laggt, es ist. Ah! Richtig schön ist das. Ich brauche ja keine Kohle mehr. Und Chance Cube, bitte bring mich dabei um. Wolfskampf. The Pick of Destiny. Das war eigentlich nur Spaß. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass dieses Schwein mich wirklich umbringen kann. Es wird ja auch immer besser, ne? Wieso? Wieso muss ich hier nur so... Ha! Ich glaube, ich brauche mehr Mods, wo ich noch leiden kann, damit ich noch mehr leide und... Alles zerstört wird hier. Ich meine, ich habe schon mal meinen gesamten Fortschritt verloren. Ich würde gerne mal wissen, wenn ich das jetzt einfach so mal schlagen würde. Das bringt mich echt sofort um. Das bringt mich einfach sofort um. Schlägst dieses Schwein einmal, du bist tot. Dieses Schwein kann einfach zaubern. Das ist. Ist auch so? Nein, natürlich nicht. Vielleicht läuft es mir hinterher und bringt mich einfach um. Was ist hier passiert? Wieso haben manche Bäume keine Blätter mehr? Wie können hier dann bitte Creeper explodiert sein, wenn ich da hinten war? Was mich gerade wundert, war Jeremy VIP bei dir? Ich glaube nicht. Ich glaube, Quest und Jeremy waren das nie. Bin mir da aber auch gerade nicht sicher.
Weiß nicht, Jeremy, weißt du da mehr? Irgendwie bin ich mir halt gerade unsicher. Und diese Unsicherheit verunsichert mich. Da ist eine Wüste. Vielleicht bekomme ich eine Pyramide oder so. Das wäre jetzt natürlich schön. Ich will jetzt aber gerne diesen Shinescube öffnen, weil ich mich selbst umbringen möchte. Ich habe, glaube ich, niemanden ins Auge geguckt. Ich habe niemanden... Der ist ja immer noch... Junge! Jeremy, schlafen! Tobi hat recht. Wann die VIP? Okay. Ich wollte eigentlich nur in die Höhle rein und da kurz halt was abholen und jetzt bin ich hier. Ja, noch bis 12 oder so. Von dem, was da stimmt, ich brauche noch zwei weitere. Okay. Bitte sind hier. Vielleicht drei. Ja, so drei drin. Drei Eisen, komm. Eins, zwei, drei. Yeah. Das Licht bleibt immer dort, das ist irgendwie verbuggt. Okay, jetzt muss ich noch lebend nach Hause kommen. Solarhelm. Solarhelme for the win. Oh, da ist ein Blutbag. Ein Diamant vielleicht? Namensschild. Ja, okay, den Namensschild nehme ich mit und das Brot können wir für die Quest gebrauchen. Haben wir jetzt 1 von 16. Wassermarsch. Ja, mein Lieber. Prost. Weißt du noch damals, als Wassermarsch ein ganzes Glas bedeutet hat? Oder war das so? Ah ne, 3 Wassermarsch hießen ganzes Glas. Das wurde eben im Kombi verwendet, also... Furnace... Kennt die Welt keine anderen Creeper aus? Diese verdammten Furnace Creeper? Die einfach nur Licht machen können? Ah, hier ist eine Höhle. Da geh ich doch jetzt nicht durch, bin ich dumm? Geht's einfach schön nach Hause. Da hinten. Da sind 2 Creeper, die ich nicht kenne. Also, den rechts kann ich mir so ein bisschen... Nee. Keine Ahnung, was die machen. Oh Gott. Einfach nur weg. Viel Spaß euch. Wieso brennst du? Einfach jetzt nur schlafen. Langsam aber sicher. Steven braucht seine Sachen, deswegen... Ja, dahinter sind ein paar Creeper. Also, Kollege, du könntest vielleicht hier nicht sterben. Ich kann dafür nicht, also, ne? Ich wollte eigentlich meine Schmelzerei in Betrieb nehmen, aber... Da liegt wieder Schnee. Wir sind ja nicht mal in einem Schneebiom. Das ist das, was mich wundert. Kann ich meine Tür nicht so random aufzulassen? So. Sagt er und hat's wieder getan. Das ist ein Friendly Creeper, glaube ich. Da ist ein Ender Creeper. Das sind 1000 andere Creeper. Gut, schön, dass die Creeper auch tagsüber bleiben. Das ist natürlich etwas, was man immer haben möchte. Wir haben jetzt 2... Oh, da hinten. Ach, da sind ja noch tausende Felder. Ich fahre mir nur wie ein Idiot dieses eine ab. So.
Ich mache hier mal ein bisschen mehr Weizen jetzt hin. Ich weiß jetzt nicht. Ja, ich brauche eigentlich so viel, dass ich auf jeden... Da ist gerade ein Creeper explodiert. Nee, das war ein Zombie. Okay. Ich brauche auf jeden Fall so viel, dass das alles hier passt, so wie es passen soll. Ah, wir haben genug. Also Brot haben wir schon mal. Wir müssen jetzt noch 80 Sachen gefüllt einschmelzen. Also wir brauchen nochmal 3 Sand für eine Flasche. Also hier mache ich Sand rein, hier mache ich Eisen rein. Und dann mache ich hier mal das erstmal das Brot craften. So, Brot haben wir schon mal. Und noch einmal 1, 2, 3, 4 Steine. Und wir haben das, die Gläser für sein Wasser. Da bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt, wie oft ich jetzt noch sterben werde im Leben. So, die Wasserflasche ist da. Hier nochmal. So, und jetzt weiß ich es nicht mehr. 1, 2, 3, so. Ich glaube andersrum. Ja. Einmal so tauschen und wir haben hier den Eva-Portal. Gut, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass ich es hier hinstellen werde. Ah, okay, ich kann es dann hier einfach rechts klicken. Okay. Nochmal Wassermarsch. Da gönnt sich aber jemand heute. Disclaimer, this in-dev build is unfinished buggy. Poor performance, official Highlands release date not decided yet. If you do not want to spoil your experience, we highly recommend you do not play this until the official release. Salven! Geil. Doch einfach nur Eva 2 Highland. Ja, Kollege, ich muss einfach nur. Ich brauche nur meine Bandagen. Zwei Jahre nach einer langen Reise. Es war einmal. Danke. Lieblings Star Wars Film. Also können wir uns noch einmal hier einigen, dass Episode 8 scheiße ist? Danke. Mein Lieblings-Star-Wars-Film. Das ist ganz sehr schwer. Episode 6 oder 3. Sucht euch das aus. Episode 6 oder 3, das sind die geilsten. Ich glaube, ich würde eher zu 3 tendieren, ja. Rache des Sith. Nee, doch, Revenge of the Sith, doch, ja. Alleine wegen dem Kampf von Obi-Wan gegen Anakin. War es halt schön. 1000 Memes und so. Aber die anderen Teile sind natürlich auch gut. Bis Episode 6. Über 7 und so weiter möchte ich nicht reden. Da kann ich auch. Was geht denn hier jetzt plötzlich ab?
wollte nur meine Bandagen farmen. Ich bin hier der Geschichtenerzähler und nicht die Mod. Komm, ich habe ja nicht mal Leben. Also könnte ich jetzt hier sterben. Nee, kann ich nicht. Okay, ich will hier raus. Ich will hier einfach nur raus. Das ist hier so, als würde ich gerade irgendwie in der Lobby darauf warten, dass andere Spieler joinen. Alles ab Razemill. Ja, alles ab Episode 7. Auch von der Story selber noch so. Also was die da manchmal geschrieben haben, das war echt unter aller Sau. Aber ich finde es auch gut, dass sie die Serien... Da muss ich rein. I'm glad to see you here safe, Trevor. I'm sure you have many questions, but time is of the essence. Schön, tschüss. Ich weiß gar nicht mal... Ne, es tut mir leid, 7, 8, das ist mir einer zu viel. Ein paar zu viel. Ja, Tobi möchte aber auch, was ich trinke, ne? Ich bin ja vorhin auch getrunken, aber deswegen zweite Mal Prost. Ah, ich bin endlich da. Return to Overworld ist hier, okay. Du bist zu spät, Neuer. Als ob hier... Gut, ich will jetzt keine Geschichte, nein. Die sollen nicht in meinem Job übernehmen. Das können wir uns gerne irgendwann mal angucken. Aber nicht jetzt. Hier sind echt tausende Viecher gerade. Okay, wir haben aber dafür jetzt unsere Bandage. Tschüss. Wir gucken uns das hier ein anderes Mal an. Das ist ja echt eine ganz eigene Welt. Was will man auch mit so vielen Punkten? Setzt das mal auf 5000. Ich setze das gleich auf 5 Millionen, wenn du so weitermachst. Ne, auf 1 Million. Dann kann man bei dir kann man damit einen Döner kaufen, bei mir kann man mich Wasser trinken lassen. So und nicht anders. Kann ich dich jetzt so abbauen? Ja, danke. Ich möchte dich woanders hinsetzen. Ich möchte dich ein bisschen näher zu Hause hinsetzen. Okay, mein Lieber. Wir haben jetzt hier deine Wasserflasche, deine Bandage und deine 16 Brote. Quest abgeschlossen. Was? So, dann gehen wir mal kurz zu ihm. Wir sehen ihn nochmal. Alles erledigt. Abgeschlossen mit Steven. Also Steven. Hau ihn raus. Steven. Steven! Nein, das war nicht... Ich kriege alles schief, ne? Alles schief. Hä? Echt cool, das hat jetzt gespoilert. Hä? Meine Tastatur funktioniert gerade auch nicht so, wie es sein soll. Die ganzen Shortcuts funktionieren gerade nicht. So, Steven. Questwasser ist abgeschlossen. Nimmst du jetzt meine Sachen an? Danke! Danke für deine Hilfe. Ich bin Steven, ein ehemaliger Matrose, der von seiner eigenen Crew verraten wurde. Ja, nennen wir es verraten.
denn im Nachhinein muss ich sagen, dass ich der war, der sich etwas negativ verhalten hat. Ich habe hier für dich einen Briefkasten, womit du mit mir immer in Kontakt stehen bleiben kannst. Ich mache es mir hier jetzt mal gemütlich. Abschließen. Wir haben jetzt echt einen Briefkasten bekommen. Ich will mal einen Solarhelm. Ich habe meine Brustplatte verloren. Alles klar. Du möchtest wirklich einfach so deine Punkte verschwenden. Den Briefkasten stelle ich dann einfach mal hier vor mein Haus. Okay, das war gerade ein kleiner Voice Crack. Gucken wir mal rein. Test. Wenn du das hier lesen kannst, dann hat alles funktioniert. Wir hören uns dann demnächst wieder. Steven. Ich habe jetzt zum... Also das kann ich jetzt mal löschen. Steven vor 2 Tagen. Lesen. Herr Phil. Das war vor 2 Tagen, Mann. Ich habe von einigen Villagern gehört, dass ein ultimativer Händler durch die Gegend hier herumstreift. Wenn du ihn siehst, dann musst du ihn unbedingt von dem Dorf erzählen. Bis dahin baue ich mein Haus bestimmt fertig. Ich habe dir die Koordinaten von ihm dazugelegt. Er hat aber ein mysteriöses Aussehen. Dein Steven. Reiskind. Prost. Ein neuer Händler. Minus 1092. Okay. ...500 Blöcke... in die Richtung, okay. Und minus 300, die Richtung, also ja, eher so in diese Richtung. Dann gucken wir mal. Ein Händler mit mysteriösem Aussehen. Aufsehen, genau. Kann ich jetzt halt irgendeine Story erzählen? Nee, denn ich habe bisher nichts angestellt. Doch, heute ist so eine Kleinigkeit passiert. Oh mein Gott, meine Augen gehen manchmal darüber. Über den Helm, Hilfe. Denn ich habe heute komischerweise frei gehabt. So, ungewollt. Und auch gefühlt nur ich. Beziehungsweise, was heißt frei? Ich bin um 8 Uhr zur Schule gegangen. So wie halt sonst auch immer. So, ne? Weil das so Schule ist. Weil es die Schulzeit ist. Komme ich an und ich habe erfahren, 3. Stunde fällt aus. 4. Stunde fällt aus. 5., 6. Stunde fällt aus. Und dann war ich ein bisschen angepisst, dass ich überhaupt gekommen bin. Weil erst 2. hätte ich dann auch einfach zu Hause bleiben können. Das hätte kein Problem gemacht. Jetzt hätte ich schlafen gehen sollen. Ja, schade. Dann bin ich nach Hause gekommen, dann wollte ich eigentlich mich dann wieder hinlegen, ein bisschen schlafen, weil ich hatte halt, ich war halt immens müde. Ich glaube, wir haben unseren Händler gefunden. Und ich habe dann versucht zu schlafen. Kannst mich mal... Ah, was soll das jetzt wieder? Ah! Ich konnte nicht einschlafen. Ich habe dann 30 Minuten lang da gelegen. Ich konnte nichts irgendwie machen. Ich konnte, also, besonders ich konnte was machen natürlich, aber ich wollte halt nicht. Ich wollte mich eigentlich schlafen legen. Und dann hat das nicht funktioniert. Und jetzt sind wir hier. Und hier sind wieder Gegner. Die Creeper-Mod eine gute Idee war? Definitiv. Ob ich es auf keinen Fall bereue, das Projekt eigentlich auf Hardcore durchzuziehen? Definitiv. Ich habe gehört, dass in Minecraft sogar jetzt der Warden drin ist. Also in der neuesten Version.
Wird spannend für Lost 2, wenn überhaupt. Und schultechnisches, wir haben gar nichts gemacht. Also wirklich, wir haben. In der ersten Stunde saß ich da nur, wir hatten Religionsunterricht und Religionsunterricht bin ich. Ich mache manchmal mit. Also ich habe so ein Ziel gesetzt, so in Religion wenigstens einmal am Tag sich zu melden. Einmal in der Stunde. So einmal, wenigstens einmal sich gemeldet zu haben, damit ich eine vernünftige mündliche Note bekomme. Und so wenigstens so tun, als ob ich richtig mitarbeiten würde. So. Wir haben halt das Problem war halt, wir haben nichts gemacht. Unser Lehrer wollte natürlich, ist einer der Vorsitzende der Schulleitung. Also ist nicht der Direktor, aber halt trotzdem ein etwas höheres Tier, sagen wir mal. Und er wollte nicht über Religion sprechen gerade, sondern einfach über die schrecklichen Untaten gerade, die in unserer Welt passieren. Natürlich ist es gerade schlimm, was passiert. Ist da keine Frage. Ist aber noch nicht ausgereift. Ja, es ist irgendwie gerade ein bisschen noch mit dem Altar und so, dass man den einfach überall platzieren könnte und so. Es ist, ich weiß nicht. Ich warte ab. Bald kommt ja sowieso die 1.19. Dieses Jahr irgendwann im Sommer oder so war das ja. Dieses Sumpf-Update und dann gucken wir weiter. Jedenfalls dann hat er darüber die ganzen 45 Minuten lang erzählt. Dann kam die zweite Stunde rein und das war ein ganz anderer Unterricht. Ich habe ja schon erzählt, freitags ist alles in Einzelstunden. Da mussten wir erstmal den Raum wechseln und da haben wir einfach nur über Lichteinstellungen in DS gesprochen. Ein Thema, was wir jetzt zum 8. Mal gemacht haben. Das heißt, ich bin komplett unnötig um 5 Uhr morgens aufgestanden. Weil ich stehe immer um 5 Uhr morgens auf, wenn ich zur Schule gehe. Weil ich ganz genüsslich meinen Kaffee trinken möchte und so. So, hier ist für abbauen. So, dankeschön. Ich möchte meine Sachen wieder haben. Die habe ich jetzt auch wieder. So. Jetzt kann ich endlich mal kommentieren, was hier ist. So. Okay, hier ist eine Kutsche mit. Auch mit einer riesen Chest. Und hier ist alles voller Nullen. Wirklich alles ist einfach voller Nullen. Okay. Na lieber. Hallo und herzlich willkommen in meinem Laden. Ich bin Schmott, der Mann, der alles besorgen kann. Suchst du etwas Bestimmtes oder soll ich meine magischen Fähigkeiten anwenden und dich daran erinnern? Das, also, ey, Chef. Also wir haben da so ein Dorf. Ne? Und es wäre schön, wenn du bei uns einfach mal so ein bisschen vorbeigucken könntest. Hab ich auch einen Brief vorgelesen? Ja, und ja, ne? Also, wir haben da so ein Dorf. Wenn du Bock hast, kannst du auch kommen. Ein Dorf hier in der Nähe, wenn du dort genug zahlende Kundschaft, wenn dort genug zahlende Kundschaft ist, dann werde ich definitiv vorbeikommen. Ich werde mich dann vorbereiten. Komm mal in deinen Laden jetzt rein, wenigstens. Da ich mich gerade auf die Weiterfahrt zu deinem Dorf konzentriere, muss ich dich leider darum bitten, sich etwas zu gedulden. Na gut, mein kleiner Zwerg. Mein kleiner Schlangenzwerg mit Hörnern. Mann, es hat alles gut funktioniert. Ja. Ich will nur kurz sagen, das ist hier eine kleine Einleitung nur gewesen. Also, es ist. Das heute hier ist. Nur eine Art Einleitung gewesen, dass, hey, es geht jetzt los. Wir haben hier zwei Charaktere jetzt sozusagen schon eingebaut, die jetzt im Laufe der Zeit jetzt auch wohl im Dorf einziehen werden. Ich wollte einfach nur. Los? Los? Was? Hilfe? Hä? Und ich wollte einfach nur halt das anfangen, los starten und so. Und jetzt halt, ne, also dass ich jetzt wenigstens jetzt so storymäßig so richtig beginnen kann. Hier alles mit allem und so weiter und so fort. Ich hoffe, es wird groß. Ich hoffe, es wird viel kommen. Hat seine eigene Geschichte. Es wird, also diese Story wird hier eine eigene Geschichte haben und so. Es ist echt schon spät für mich, also es tut mir leid. Ich werde auch nur die 2 Stunden machen und dann mich auch schon auseinandersetzen. Ich habe doch noch was erzählen. Rücke vor, bis auf los. Ah. Okay. Da möchte wohl jemand wieder Monopoly spielen. Ich
hoffe, ich gehe gerade über den Regen nach Hause. Ja, doch, müsste richtig sein. Wird hoffentlich ein nice Stream. Ich hoffe auch, das Problem, was ich halt damit habe, ist das Streamen. Es ist ein Story-Projekt, was... Also solche Story-Sachen gehen schwer über Streaming, weil man nicht so das krass vorbereiten kann. Sagen wir mal, ich würde jetzt die 10 Minuten YouTube-Videos machen, dann wäre das ja was anderes. Aber das könnte ich dann wieder nicht streamen. Und das wäre dann wieder, ich könnte so ein Hybrid-Format machen, aber das will ich nicht. So, dass ich will nicht wirklich, dass das irgendwie mit YouTube Kontakt kommt. Aber naja, wir werden uns jetzt ein bisschen mit den Grundrissen beschäftigen von der Pizzeria, die ich jetzt bauen möchte, von Five Nights at Freddy's. Denn das ist auch ein Thema, was ich mir letztes Jahr wieder auseinandersetze. Das gute alte Spiel, wegen der Storyline und so. Das ist aber eine eigene Geschichte. Ich habe heute... Kirby angezockt. Es kommt ja demnächst, Ende dieses Monats, ein Kirby-Spiel raus, was ich auch streamen werde. Und ich muss das sehr schnell durchspielen, denn am Dienstag, den 5. April, kommt Star Wars. Und Star Wars habe ich mir auch vorbestellt. Das heißt, es kommen so viele Spiele innerhalb von über einer Woche, dass es schon wehtut. Und ich habe mir von Star Wars sogar die Deluxe Edition geholt. Bildet Videos auf YouTube hoch, das ist ja quasi gar nicht möglich. Auf dem Kanal hier ist Phil vielleicht. Nee, also ich habe... Ja, ich habe das Spiel jetzt angezockt, ich habe die Beta angezockt und ich muss sagen, ich habe Lust drauf. Also ich bin jetzt nicht davon negativ überzeugt. Also ich bin schon sehr positiv überrascht über das Spiel. Es ist nicht so Open World, wie man denkt. Eigentlich wurde das irgendwie damit beworben, dass es richtig Open World wird, aber nee. Es ist aber dennoch ganz cool. Ja, wir haben 2 Diamanten. Ich möchte aber jetzt warten, bis ich den dritten bekomme. Ah, nee, warte mal. Ich möchte jetzt eigentlich... Ah, doch. Ich bräuchte den dritten. Verdammt. Ich müsste eine Hühnerfarm bauen. Das mache ich jetzt aber nicht. Oder ich glaube sogar, warte mal, wenn ich jetzt Monster Spawner hier eingebe. Okay, kann ich nicht craften, schade. Naja, wir gehen dann einfach mal los und ja, ich weiß jetzt nicht. Wir brauchen jetzt erstmal Fläche. Wir müssen erstmal checken, wo wir es platzieren möchten, wie wir es platzieren möchten und warum wir es platzieren möchten. Ne, das warum kapier ich. Soll ich das wirklich jetzt machen? Ich glaube, die Pizzeria verdient einen eigenen Stream. Allein wegen dem Titel. Weil, hey, Five Nights Freddy's, das Thema muss man ausschlachten, solange da noch ein kleiner Funken Hype drin ist, beziehungsweise Hype ist längst tot, aber es ist egal. Professionell repariert. Nein, sogar noch. So. Ich wollte jetzt was anderes. Ich habe folgende Idee. Wir nehmen jetzt nichts mit, außer Ofenkartoffeln. So, weil ich habe sowieso keine Level, dann kann man das so machen. Und ich suche jetzt nach diesen Chance Cubes. Mehr mache ich nicht. Dann hole ich mir einen Wassereimer. Und diesen Wasser, mit dem Wassereimer besorge ich mir dann. Und dann suche ich mir eine Lavaquelle. Und mit den beiden Sachen
hole ich den Obsidian und damit kann man dann eine Rüstung machen. Ich sehe gerade, es wird Nacht, deswegen warten wir nochmal. Zeit mal gucken. Eigentlich, ich will mal wissen, U kann mit dem Kopf nichts machen. Okay. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Ender.io habe ich gelöscht. Ja. Es gibt hier. Ich habe Tinkers Construct einmal mir runtergeladen. Also ich habe Tinkers Construct hier hinzugefügt, weil es hier eine Sache gibt, die ich unbedingt haben möchte. Und zwar diesen Hammer. Dieser Hammer ist übelst OP, weil er macht 3x3 Sachen. Obsidianhammer? Nee, das ist es nicht. Aber es gibt's den. Den Fiery Hammer müsste ich mir holen. Oder den Endhammer. Oh, den Endhammer hole ich mir, glaube ich. Ritterschleim. Oder ist Kobalt heftiger als. Ist Kobalt, he Kobalt heftiger als Dingens? Also Kobalt ist, wie es aussieht. Warte mal. Also jetzt gerade Nacht ist gut. Kobalt. Ist halt, wie es aussieht, 10-mal heftiger. Gut, dann besorgen wir wohl Kobalt-Dingens. Also von schon nur 3x kann einfach nicht mehr darauf antwortet, wie viel Kanalpunkte er hat. Gut. Steuerung. Oh, kann ich erstmal raus. Warm einstellen von Sachen. Ah. Alles wird hier vorbereitet für die Dinge. Auf den Punkt genau. 17.000 hätte dann gleich zu sagen, aber. Schön, dass du so genau bist. Was machen sagen? Ich müsste. Nee. Wir machen das nochmal ein bisschen anders. Ich nehme noch ein Schwert mit. Spendenbadge für Gold wegen Serverkosten einrichten, aber mit Liebe. Den Jungen geht's hier nur ums Geld. Oh, das ist der Kuchcreeper. Der darf, glaube ich, sogar explodieren. Aber dann passiert denn das? Ja, genau so war das ja auch. Zwei Fackeln und ein Kuchen. Ich hatte wohl Glück und es ist nur ein Kuchen-Creeper neben mir gespawnt und explodiert. So, genau wegen euch habe ich jetzt gerade noch meine Axt gemacht. Ja. Ekelhaft, diese Leute. Wir sollten ihn rausschmeißen. Okay, die wollen mir keine Sachen mehr droppen. Hallo? Diese Dreistigkeit hier. Ah, die Ohren hätte ich sogar gerade auch. Okay. Seltener Beute sagt. Ja, okay. Okay, aber nicht das, was ich bräuchte. Wenn ich mehr Geld durch Twitch verdiene, sub ich bei euch wieder. Win-win.
Win-Win ist es nicht, denn sonst Win-Win würde heißen, dass die Zuschauer was zurückbekommen. Außer natürlich ich und Tobi sind die, die spenden, aber... Ey. Ich rede von uns. Was? Ihr akzeptiert meine Geldgier und ich subbe. Ach so. Ach so. Das einfach unkommentiert da stehen. Na komm. Na komm, Junge. Ich brauche einfach nur meine Sachen hier. Da hinten sind Kühe. Die könnten mir einfach aus Spaß auch was bringen. Ha, ich weiß nicht, ob ich das so durchgehen lassen kann. Geld hier schon etwas nicht Gutes. Das ist, wenn du mir so einen Zehner in die Hand drückst, dann ist alles wieder okay. Dann kein Spaß. Meine Axt ist kaputt gegangen. Perfekt. Kommt noch. Perfekt. Ist schon über PayPal auf dem Weg, hoffe ich für dich. Denn wir brauchen hier alle Geld. Wir müssen hier alle finanziert werden, natürlich. Sonst wären die Stunden ja hier umsonst, ey. Das ist doch... Das würde doch gar nicht hier so funktionieren, oder? Manchmal weiß ich, ist das gerade Ingame-Sound? Ist das gerade von dem... vom Video? Ist... Oh ja, ist das... Ah ne, Artefakt? Warte mal. Ist das hier legendäres Geld? Artefakt? Ich glaube, genau deswegen ist eine Mobfarm so OP. Ich müsste mich eigentlich auf den Weg machen, jetzt einen Enderdrachen zu töten, damit ich schnell das End für mich habe, damit ich da schnell eine Enderfarm bauen könnte. Weil das ist eigentlich übelst OP, wenn man überlegt. Ich bräuchte nur ein richtig gutes Schwert. Aber ich bin eigentlich auf die Suche hier gegangen, um Chance Cubes zu sammeln. So. Diese Lagerteile, einfach nur, um so vielleicht einen Diamant rauszubekommen. Jetzt laufe ich hier und sammle Lootpacks. Es muss echt... Natürlich habe ich das nicht. Was kriege ich jetzt auf einmal so für OP-Sachen hier in die Hand gedrückt? Effizienz 3, Glück 2. Das kann man bestimmt irgendwo missbrauchen. Das Hexenhaus mit der Hexe drin. Tschüss. Ich muss gleich auch irgendwie wieder nach Hause kommen. Da kommen wir zum Punkt zu River töten, denn der, von ihm brauche ich eine Sache, die... Obwohl, nee, die kann ich auch durch einen Chance Cube bekommen. Ob das passieren wird? Weiß ich jetzt nicht. So. Ich töte die nicht mal fürs Fleisch. Das ist gerade ein bisschen.
Okay. Gut, dann wird das jetzt ein bisschen beschleunigt mit dem Töten. Ich weiß gar nicht mal, was hier das heftigste Schwert. Oh, hier ist ein zweites Dorf. Ich weiß gar nicht mal, was hier gerade das heftigste Schwert in Anführungszeichen ist. Also, es gibt hier natürlich starke Schwerter. So. Es gibt hier zum Beispiel das Diamantschwert. Ist mit 7 Damage, glaube ich, gar nicht mal. Ist, glaube ich, vielleicht erst im Mittelfeld. Ich meine mich zu erinnern, dass es hier auch welche gibt für 14 Damage oder so. Aber sicher bin ich mir auf keinen Fall. Was hat mich jetzt aufgehalten? Habe ich irgendwas so materialtechnisch? Nee. Naja. Brauche aber trotzdem eigentlich die Bücher. Ich komme hier nochmal drauf zurück, wenn es soweit ist. So. Wir gehen erstmal jetzt ein bisschen weiter. Essen habe ich genug, ich habe jetzt ein gutes Schwert. Ich kann jetzt eigentlich einfach so weitermachen. Ich will auch gar nicht mal wissen, wie weit ich jetzt vom Zuhause weg bin. So. Wir gehen in Richtung Wüste weiter hinein. Das ist aber eine kleine Wüste. Da ist ein Chance Cube, endlich mal. Ich weiß gar nicht mal, ob man diese Dinger auch über Redstone machen könnte. Weil sonst könnte man die immer richtig safe zünden. Die einfach Knopf installiere. Ich kann es ja mal ausprobieren. Weil das ist dann für die Zukunft eigentlich ganz gut. Wenn ich dann irgendwie einen Bogen mit einer Endlichkeit habe, einen Holzknopf und dann halt gegenschießen, dann hat alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich werde sogar noch mehr machen. Ich werde mir ein Bett craften. Ich hatte sogar. Oh, verdammt, ich hatte eine Werkbank dabei. So. Für gleich. Beziehungsweise für jetzt. So. Das geht nicht. Schade. Wäre es zu einfach gewesen. Ja, gerade echt. Ich habe gerade echt mich. Alter. Ich habe gerade echt schon mich verabschiedet. Das ist okay, das Wasser. Ich könnte vielleicht überleben. Ah, jetzt diese Chance Cubes. Und ich werde öffnen die trotzdem die ganze Zeit. Das ist eine Sucht, Leute. Aber wir wissen, dass da unten jetzt eigentlich eine Schlucht ist. Also könnte ich da eigentlich trotzdem rein. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde. Ich habe schon keine Ahnung mehr, wo das war, also tschüss. Ja, das ist. Ah ne, das ist wieder Sahara normal. Wieder mit einem Dorf. Wieso spawnen hier so viele Dörfer? Das Dorf, vor allem weil er nicht. Das Update ist ja nicht mal mehr da. Das Villager-Update. Sind nur so halb. Ich glaube, ab der 1.12 war das, wo die Häuser wenigstens angepasst wurden mit den Biomen. Ich glaube, dann wurde auch die Spawn-Rate da ein bisschen erhöht. Aber da geht es weiter mit der Wüste. Ich würde es auch okay finden, wenn. Ach stimmt, warte, ich habe jetzt doch. Ein Gierschwert. Hm.
Da wäre eine optimale Lavaquelle jetzt. Ein Diamanten. Ist echt halt gefühlt effizienter, wenn ich jetzt einfach, hätte ich jetzt einfach nur die ganze Zeit nur Viecher getötet. Einfach Ruffy Stroh bekommen. Das war nicht Ruffy Stroh. Sonst hätte ich ihn sofort aufgezogen. Hat keinen roten Streifen drin. Heute kam ein neues One Piece Kapitel raus. Das war sehr, sehr schön. Weil halt etwas sehr Unerwartetes passiert ist. Ah, sehr schön. One Piece kann ich nur empfehlen. Ich bin jetzt auch einer, der so aktiv gucken kann. Ich habe schon wieder vergessen, dass wieder ein neues Kapitel heute rausgekommen ist. Wurde auf YouTube danach erinnert. Das ist doch eine Falle. Ich bin einfach Level 63 geworden. Level 63. Gut, dann weiß ich ja schon mal, wie ich meine Level farmen werde in der Zukunft. Ich werde nur diese Teile öffnen mit der Hoffnung, dass da irgendwas passieren wird. Na komm, gib mir einfach nur das, was ich brauche. Ja, hier sind natürlich noch Bücher, so, einmal Screenshotten, die Koordinaten. Wenn ich dann auf der Suche bin, dann weiß ich ja Bescheid. So, im Anime oder im Manga? Mag es deine Verzögerung? Im Anime sind die gerade... Oh, was ist da als letztes passiert? Ich glaube, im Anime ist gerade nichts Heftiges gewesen. Wenn ich mich richtig erinnern kann, dann ist eine Kleinigkeit passiert, ja. Aber es ist halt wirklich nur eine Kleinigkeit gewesen, im Gegensatz zu den Sachen, was im Manga gerade abgehen. Und heute ist ein neues Manga-Kapitel mal. Ich mache auch andere Sachen. Achso, Entschuldigung. Ich wundere es halt nur, dass du eine halbe Stunde später danach fragst. Also ich, also Manga kam jetzt raus und ich lese den Manga jetzt gerade am aktivsten, sozusagen. Und da liegt mein Hauptfokus drin, weil die einfach da 40 Folgen weiter sind. Das ist auch empfehlenswert. Also es war überraschend cool zu lesen. Also es war überraschend angenehm. Ich hab's gerne gelesen, sagen wir's mal so. Es ist halt wie ein Comic, nur anders, nur halt spiegelverkehrt von der Lesereihenfolge. Und ich musste mich eigentlich gar nicht daran umgewöhnen, also ich war irgendwie voll da drin, also. Das liegt auch daran, weil ich schon öfters mal einen Manga in der Hand gehalten habe. 20 Minuten geh ich schlafen. Du hast den Wecker gestellt zum Schlafen gehen. An. Die kommen auf Japanisch raus. Dann aber so, sagen wir, 20 Minuten später kommen die auch schon ins Deutsche raus. Also auf den vielen Seiten. Also ich lese die immer auf Deutsch, sagen wir mal so. Und heutiges Kapitel habe ich auch wieder auf Deutsch gelesen. Anime ist gerade halt auch auf mit deutschen Untertiteln, aber die sind gerade sehr aktiv dran mit dem Übersetzen, mit dem Synchronisieren. Also One Piece geht jetzt gerade bis ein Arc sind die hinter, sozusagen. Also die kämpfen ja gerade gegen die vier Kaiser und halt jetzt gerade sind die beim zweiten und im Anime sind die fast mit dem ersten fertig. Also nach der Synchronisation. Jetzt nicht nach dem Anime gegen Manga, sondern ich meine jetzt synchronisiert und gesubtitelt.
Ja, ich höre noch zu. Ich glaube, ich mache was anderes an. Oh, welches Spiel könnte ich anmachen? Es kam gestern The Batman raus. Mir fällt immer nur, es fällt mir immer nur nach und nach immer alles ein, was ich gemacht habe. Es kam Batman, The Batman raus und ich habe den Film schon gesehen. Ich habe den gestern am ersten Tag direkt mir angeguckt. Wir wollten eigentlich den jetzt morgen oder übermorgen gucken, aber dann haben wir es auch entschieden. Wir gucken jetzt einfach Donnerstag spontan jetzt einfach schn an. Es war, sagen wir mal so. Ich glaube, ich gucke den nicht nochmal. Einfach so. Ich würde mir den nicht nochmal angucken. Der Soundtrack war richtig geil. Also ich war richtig überzeugt von dem Soundtrack. Aber die Story hat sich ein bisschen lang gezogen. Und es gab so einige Sachen, die mich gestört haben. Deswegen, ich würde da nicht nochmal reingucken wollen. Wenn jetzt eine andere Person sagt, so, ey, ich würde gerne diesen Film, sagen wir mal, der ist gerade auf Netflix draus oder so, und dann sagt eine Person, ey, ich würde mir den gerne angucken, so bla bla bla, dann habe ich nichts dagegen, dann gucke ich natürlich dann mit der Person, wenn es dann sein muss, aber sonst lasse ich es lieber sein. Also, natürlich muss man sich immer eine eigene Meinung machen, deswegen sage ich jetzt nicht, guckt euch den Film nicht, guckt den Film. Ich sag einfach nur, tut, was ihr nicht lassen könnt. Manchen gefällt's, manchen nicht. Zum Beispiel, mir hat's ja nicht so gefallen, aber Kollegen, also wir haben das zu dritt angeguckt. Einen hat's richtig gefallen. Den anderen weiß ich gerade gar nicht. Der andere wollte auf jeden Fall nochmal auf Englisch gucken. Aber das hat eher den Grund halt, weil er es auf Englisch sehen möchte. Weil sehr viele Sprüche halt im Deutschen kaputt gehen, so wie. Also, das ist aber typisch Synchronisation. Dass sehr viele Jokes einfach nicht funktionieren. Zum Beispiel, das hat man auch allein im Trailer von Batman gesehen. Hat er zum Beispiel gesagt, I am Vengeance. So. Also, im Trailer sagt er sozusagen, I am Vengeance. Und im Anime wollte ich gerade sagen. Und im Deutschen sagt er, ich bin gerechtigt. Nee, ich bin doch Gerechtigkeit. Double Rainbow. Alles klar. Ja, und das war einfach gar nicht überzeugend. Also das war. Ich weiß nicht, also ich würde ihn ja gerne eigentlich auch nochmal auf Englisch gucken, aber ich würde ihn. Ich finde die Story dafür wieder viel zu lang gezogen. Deswegen gucke ich den, glaube ich, nicht nochmal auf Englisch. Oder beziehungsweise wenn ich den dann mit einem irgendjemand nochmal gucken sollte, dann auf Englisch. Oder so, keine Ahnung. Also ein ganz, ganz, ganz kleiner Spoiler, vielleicht ist das aber auch schon bekannt. Es spielt nicht im gleichen Universum wie The Joker. Also wir sind ja logischerweise ein bisschen in der Zukunft. Das ist ja 20 Jahre danach sozusagen. Weil ja auch erstmal Bruce erwachsen werden sollte und bei The Joker war er halt noch jung. Aber es spielt generell in ganz anderen Welt. Also das haben die natürlich offensichtlich gemacht extra. Okay, wir haben unseren Diamanten. Ist auch logisch, weil der Joker ein anderer Charakter ist als der Joker aus Joker. Naja. Erstens. Der Joker. Aber sonst würden die nicht bei Joker die Waynes einbauen. Und die Waynes waren da. In The Joker. Und
in The Batman gab es auch nach Theorien einen Joker. Also beziehungsweise, das würde jetzt den Film spoilern, aber es gab eine Stelle, da haben die eine Person eingebaut, die hat man nicht gesehen, aber die hat auch von Clowns und so gesprochen, Mann. Man sagt, es ist der Joker. Ich glaube es um ehrlich zu sein nicht. Beziehungsweise ich hoffe, dass es nicht ist, weil dann würden sie einen neuen Schauspieler für den Joker andrehen, aber das will ich nicht. Das will ich einfach nicht. Aber ich nehme jetzt etwas. Ich spoiler indirekt erstmal Joker. Denn in Joker weiß man, konnte man das auch so interpretieren. Hä, wo muss ich denn jetzt langlaufen? Ich laufe doch richtig, ne? Ja, eigentlich schon. In Joker war es so ein bisschen offen gelassen, ob Arthur jetzt der Sohn von Bruce ist oder nicht. Beziehungsweise man würde meinen, er ist es nicht. Wenn man jetzt aber der Handlung von The Batman glaubt, beziehungsweise den Glauben schenkt, das war so eine kleine Nebensequenz, dann besteht doch die Chance, beziehungsweise tendiert es doch eher, dass Arthur Bruce Bruder ist. Aber das kann man eigentlich nicht aufeinander beziehen, weil es verschiedene Paralleluniversen sind. Deswegen, ja, es. Was wäre eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich gucke nochmal die Targets, Joker. Ich habe jetzt halt Joker jetzt, ohne zu übertreiben, ich habe letztens mit einer anderen Person ihn zum 30. Mal geguckt. Also wirklich zum 30. Mal. Es war sozusagen Jubiläum. Leider auf Deutsch. Ich gucke Joker Alien auch lieber auf Englisch, weil der einfach auf Englisch viel besser ist mit den Sprüchen und alles. Und sogar im Deutschen in der Synchronisation ist da so ein bisschen so eine kleine Asynchronität manchmal zu sehen. Aber das ist halt übelst geil. Also Joker ist halt geil gemacht, Batman jetzt nicht so. Aber es ist halt mehr. Batman ist ja kein. Konnte man jetzt nicht einfach als Detektiv hinstellen, einfach als normale Person, sondern musste man ja wirklich als Superhelden auch schon darstellen. Er stand zum Glück, weiß man, dass er in einem Universum steht, wo halt die anderen Superhelden nicht existieren. Wo Gotham einfach ihm alleine sozusagen gehört. Und das ist richtig so. Das ist so und nicht anders. Also, Justice League feiere ich gar nicht. Also es gibt wirklich in DC nur zwei Charaktere, die ich feiere. Beziehungsweise einen. Batman akzeptiere ich, beziehungsweise finde ich eigentlich ganz cool. Ich fand es aber den Schauspieler ziemlich geil, muss ich auch sagen. Und ich fand auch die Darstellung von Batman selbst auch nicht geil, aber ich darf nicht spoilern, der Film ist noch zu frisch. Und Joker. Joker ist einfach. Ich mag Marvel viel, viel mehr als DC, aber der Joker ist mein absoluter Lieblingscharakter. Alleine wegen Heath Ledger und Joaquin Phoenix. Die beiden haben es gerissen. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir am Joker 2, der jetzt sozusagen, der so halb geleakt wurde, nicht im Kino, sondern der wurde schon vor ein paar Wochen, hat jemand sozusagen ein Vorskript geleakt zu Joker 2. Also beziehungsweise, ich bezweifle jetzt nicht, dass dieses Skript fake ist, aber wenn man davon ausgeht, dass es echt ist, dieses Skript, dann heißt es, ja, also ich sag jetzt nichts über das Skript selbst. Ich meine, also Joker 2, das Skript wurde sozusagen gezeigt. Es wurde gezeigt. Ich habe es selbst nicht durchgelesen, ich habe es gesehen, dass es existiert und ich habe Artikel dazu durchgelesen. Aber es ist ein Vorskript. Was heißt Vorskript? Das heißt einfach nur das erste Drehbuch. Heißt aber nicht, dass der Film kommt. Das heißt einfach, also es ist eigentlich nur mehr als logisch, dass eigentlich Joker 2 kommt.
Weil, seien wir mal ehrlich, Joker 1 hat so viel Geld mit eingebracht, dass eigentlich Joker 2. Oh, dass Joker 2 eigentlich nur kommen kann. So 2024 oder so. Jetzt kommt Fallscript. Und wenn die sagen, okay, wir investieren da nochmal rein, dann wird er noch gedreht, dann wird geschnitten. Und so. Also, wenn Joker 2 kommt, dann 2024. Wenn nicht, ja, dann schade. Also, es kommt einfach nur wirklich drauf an, haben die Leute noch Bock drauf. Nimmt Mr. Todd. Avatar? Nee. Todd Phillips? Todd Phillips, oder? Todd Phillips, ja. Wenn er sagt, yo, ich und Joaquin Phoenix, wir hauen einen raus. Das ist auch geil. Todd Phillips, Regisseur. Filme. Joker 2019 und direkt daneben Joker 2. Der Dreh wurde sogar schon bereits geplant. Die Dreharbeiten sollen 2023 gestartet werden. Und 2024 soll es in den Film kommen. Ich bin gespannt, ob das jetzt irgendwie irgendwas wirklich dazu kommt. Ich würde es aber feiern. Also, ich habe schon mal gesagt, Joaquin Phoenix ist mein Lieblingsjoker, aber gleichzeitig auch Heath Ledger mein Lieblingsjoker, weil man kann die beiden differenziert sehen. Das ist, weil Heath Ledger ist der eine Joker, der Batman liebende Joker, also der die ganze Zeit gegen Batman kontrolliert und die ganze Zeit die zusammen gegeneinander kämpfen. Und es gibt einmal jetzt noch diesen Joaquin Phoenix Joker, wo wir eher so die Background Story sehen und wie wir da diese gebrochene Person sehen, die immer verrückter wird und verrückter wird. Und das ist halt beides, es ist beides richtig geil umgesetzt worden. Und ich würde es halt, wir haben jetzt erst so diesen Punkt, den Joker kennengelernt von Joaquin Phoenix, wo es jetzt eigentlich losgehen würde mit diesen ganzen Schandtaten und so weiter und so fort. Deswegen, okay, deswegen könnte es einfach nur geil werden. Ich bin gespannt. Ich warte einfach nur drauf. Am liebsten würde ich den Film jetzt schon haben, am liebsten würde ich 10 Teile haben, am liebsten würde ich eine Serie dazu haben, aber alle in Filmlänge bitte dann. War ich in dem Dorf hier? Erfahren wir ja jetzt. Ja, okay. Das war jetzt der kleine Joker-Talk so nebenbei. Habe ich noch was gestern angestellt? Als wir auf dem Weg zum Kino waren, gab es eine kleine Demo. Wir wurden erstmal blockiert und sind fast zu spät zum Kino gekommen. War jetzt nicht so schön, dass sie genau in dieser Minute kommen sollten, mussten. Genauso lange wie Joker nicht läuft, wird es wahrscheinlich auch Lost nicht laufen. Ha! Überleitung. Nein. Ich glaube, ich habe schon oft genug über Lost gesprochen. Ist halt so dumm an manchen Demos, die Fakten halt so abstatt zu was zu bewirken. Ja, sagen wir mal so. Natürlich war das trotzdem. Also, man kann nichts dagegen sagen. Also, die haben am Ende des Tages für was Gutes demonstriert. Das war jetzt keine Corona-Demo, es war eine Ukraine-Demo. Deswegen war das wieder okay. Aber was mir in der ganzen Geschichte dennoch nicht gefiel, war halt wirklich, dass diese Demo diese Straßen blockiert haben. Und das finde ich generell so ein bisschen an Proteste so wieder schlimm. Sondern nicht so gut. Weil genau in dem Moment gerade die Straße blockiert wird und da vielleicht etwas passieren könnte. Besonders auffällig wurde ja, es gab es ja irgendwie mal von Klimaaktivisten diese Demonstration, dass sie sich einfach auf die Straße gesetzt haben und sich halt immer wieder draufgesetzt haben, damit die Straßen blockieren. So, ob ich das jetzt unsinnig oder sinnig fand, ist eine eigene Geschichte. Aber sagen wir mal,
Du bist eine Person, du fährst gerade zum Vorstellungsgespräch deines absoluten Traumberufs und du hast einen Termin, den du ständig einbehalten musst. Und plötzlich, und dann kommt diese Demo und du kommst nicht rechtzeitig an und wirst deswegen nicht angenommen. Oder du hast gerade einen wichtigen Arzttermin. Oder, keine Ahnung, so eine riesen Demo läuft gerade und ein Krankenwagen muss durch. Das funktioniert auch erstmal nicht so wirklich. Das kann auch sehr kontraproduktiv enden. Aber okay, ich bin auch meistens auch die Person, die von außen dazu sieht und deswegen auch eher in dieser Rolle ist, dass man das so auf diesem Blickweise hinterfragt. Natürlich, wenn man sie demonstriert, dann hat man auch einen Grund dahinter und man muss das auch natürlich, man hat auch natürlich seine Intention, aber... Ja, okay, alles hat seine Nachteile. Oh, fuck. Nein. Stell dir vor, ein Familienmitglied ist im Krankenhaus im Sterben in irgendwelchen Umweltkeks sorgen dafür, dass du nicht rechtzeitig da bist. Was meinst du damit? Also ist die Person ist schon im Krankenhaus und du kommst sozusagen nicht rechtzeitig an, deswegen. Ja. Ja, nee, so rum ist es auch scheiße, ja. Oder auch dieses, was man auch in diesem Video sah, also das war auf Twitter ganz groß, dieses Thema. Da saßen die ja da und dann waren da ja auch Arbeiter und da muss man auch überlegen. Stell dir mal vor, du bist selbstständig, sagen wir mal, du bist selbstständiger Fliesenleger oder so. Und du hast einen Termin einzuhalten und dann kommst du nicht zu deinem Termin, weil da halt diese Leute sitzen. Und dann musst du deinen Termin verschieben. Das kostet dich auch Unmengen von Geld, wenn du so einen Termin verschieben musst, weil das sind dann deine Einnahmen, die damit zerstört werden. Ja, diese Aktivisten, die haben ja keinen durchgelassen eigentlich, also nicht wirklich jemanden, nur außer da hat es jemand geschafft sozusagen zu fliehen. Wo bin ich denn jetzt? Ich muss da lang. Ach, da hast du, okay. Ne, ich kann auch da lang. Habe ich Leder gesammelt? Ich habe nicht genug Leder gesammelt. Ich bräuchte noch 4 Leder. Könnte ich mir einen Dings craften. Einen Gleiter. Kann ich das nächste Mal ein bisschen besser reisen? Was sagst du gerade? Flexseeds? Also alles ist eher so... Man kann auch dazu sagen, es gibt auch von allen eine positive Dinge. Oder auch der Greenpeace-Typ, der in den Fußballstadion geflogen ist und solche Leute verletzt hat, die sind halt teils so extrem beim Aktivismus, dass es negativ ist. Das ist auch so ein Negativbeispiel. Also dieser Greenpeace-Aktivist war aber auch seine eigene Dummheit. Also es war jetzt nicht eine Gruppe irgendwie zurückzuführen oder so, es war ja seine eigene Dummheit. Also der hat diese ganze Situation geplant, so sein kleiner Kreis da. Das war, ich weiß auch nicht, was er vorhatte. Stell dir vor, jemand macht das jetzt... In dieser WM. Ich kann dir sagen, der wird nicht lange überleben. In so einem korrupten, komisches Land, das ist... Ich bin generell gespannt, wie das jetzt ist, so mit... Da ist der legendäre Sack. So. Jetzt mal kurz ein Brot. Das öffnen wir zu Hause. Ja, ich habe genug jetzt. Okay. Ist das ein anderes Dorf oder ist das mein Zuhause? Ne, das ist ein anderes Dorf. Lol. Ich wollte aber jetzt nach Hause. Wie lange streamst du noch? Pff, eine halbe Stunde. Ja, stimmt doch, wirklich eine halbe Stunde. Also ich wollte die 2 Stunden heute voll machen.
Ich sag, wieso ist das so? Hallo, ich muss hier los. Ich muss doch nach Hause langsam. Ich muss doch eigentlich schon zu Hause sein. Weil sie mit über Aktivisten reden. Joker ist auch schon durch das Thema. Auch wollen wir direkt ins nächste kontroverse Thema eingehen und das, was wir auch im Religionsunterricht letzten Mittwoch besprochen haben. Abtreibung? Nein. Ein anderes Thema finden zum Themawechsel. Über Kirby habe ich auch schon gesprochen, verdammt. Super Star Wars habe ich auch schon angeschnitten. Ah, das ist alles. Ah, Hilfe. Stimmt, ich habe heute, da ich halt ein bisschen mehr Zeit hatte, da ich ja zu Hause war, habe ich. Also, ich kann schon mal sagen, offiziell, ich habe mich verlaufen. Ich habe letztens wieder Nostalgie geschworen. Ich habe überlegt. Ich hatte früher kein Club-Handy, sondern so ein Schiebehandy. So ein Sony Ericsson hatte ich früher. Und da habe ich überlegt, da gab es doch früher auch voll geile Spiele, die ich da die ganze Zeit gesuchtet habe drauf. Es gab so zwei Spiele, einmal ein Sims-Spiel und einmal ein anderes. Und dieses andere Spiel, das habe ich durchgehend gesucht, das weiß ich noch. Und ich habe es gesucht und gesucht und ich habe es, beziehungsweise ich wollte es die ganze Zeit suchen, habe es nie getan. Und jetzt, heute ist mir das eingefallen, dass okay, nee, eigentlich muss ich das jetzt mal wirklich suchen. Und ich habe es gesucht, ich habe es gefunden. Und das Spiel gab es auch auf Steam. Also es gab wirklich so einen ganzen Franchise dahinter wohl. So ähnlich war wie Tetris, ist nicht von der Größe, aber halt das Spiel selbst vom Prinzip her und so. Ich habe es heute fast den ganzen Tag gespielt. Ich war irgendwie so die ganze Zeit wieder so drin. Obwohl ich dachte so, okay, das Spiel gefällt mir nicht so, aber ich habe es trotzdem durchgehend gespielt. Okay, hier ist gleich eine freie Fläche. Ich dürfte gleich. Ist das mein Dorf? Ist das mein Dorf? Ist das mein Dorf? Es ist nicht mein Dorf, oder? Es ist nicht mein Dorf. Aber ich war hier. Werde schlafen gehen, lasse deinen Stream noch laufen, aber bin weg. Gute Nacht. Okay. Gute Nacht. Muss ich meinen Stream extra laufen lassen? Ist ja nach 0 Uhr. Ja, eigentlich sollte es schon eingeschlafen sein, oder nicht? Und guten Abend, Algi. Ich kann endlich schlafen. Vom 7 den Start, das ist nein. Wo ist denn jetzt mein Haus? Hilfe, ich muss einen Stream nachgucken. Ah, ich sehe gerade. Meine Facecam ist vor den Koordinaten. Ich kann nichts machen. Oder warte, doch. Ich
glaube, wenn ich Glück bin. Wie lief Terraria? Oh, Terraria. Hm. Minecraft, Screenshots. Warte mal, hier. So, warte mal. Ist es das? Nein. 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 Ist das mein Dorf? Nein. Oh, 7 Stunden gezockt. Ich glaube, wir werden erst nach Hause kommen. Das ist schon 2 Stunden vorbei. Ach. Oh, ich weiß wie. Oh mein Gott. Ja, ich habe doch eine. Das werden wir jetzt machen, ja. Ich will ganz kurz. So. Ich muss das nachchecken. Ich habe hier eine Kopie der Welt. Um halt zu checken, ob alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Antwort ist, es funktioniert nie so, wie es soll. Schöne Wald. Ich war halt schon in diesem Wald, wo ich eigentlich auch hin sollte. Also ich war eigentlich auch schon sehr nah von... sehr nah zu Hause, aber ist aber verschissen. So, 1000. Ja, 1400. Wollten so einen Tempel looten, aber waren Fallen drin und dann nur gestorben und wollten es dann morgen machen. Ah, ihr wart schon in diesem Dungeon des Mondbosses, okay. Ja. Es kann ja auch nur der Dungeon sein oder der vom Dschungel. Hinter dem Berg wird mein Haus sein. So, mein Bein tut gerade. Also, Terraria müsste man auch mal wieder spielen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt die Motivation zu hätte, wieder so lange zu grinden oder so. Ich glaube, ich würde. Ja, nee. Ich glaube, von 0 würde ich nicht wieder anfangen wollen, weil das wäre wieder viel zu viel gegrindet. Und. Andersrum will ich auch nicht. Mein Charakter nehmen, weil er halt schon Dings ist. Dann könnte ich jetzt nicht einfach sowas durchziehen. Haben wir uns trotzdem schwer für mich? Mein Kollege hat es ja schon mal gezockt, aber vor 5 Jahren oder so. Ich habe es erstmal gezockt, ist ein bisschen schwer für mich. Das Spiel ist ja auch sehr krass grindlastig. Also, das ist, wenn man was Gutes haben möchte, dann muss man auch mal Stunden hocken. Wie habt ihr das eigentlich bei euch so handgehabt? Also, es gibt ja so verschiedene Bereiche, wo man in den Kampf eintauchen kann. Man kann ja. Es gibt Beschwörersachen, es gibt Fernkampf, Nahkampf und so. Tanken gibt es ja auch. Habt ihr euch was so gegenseitig so gegeben, dass ihr sagt, okay, du bist jetzt für den Nahkampf zuständig, ich für den Fernkampf oder so? Bisschen Glück haben mit den passiven Items, genau. Also, habt ihr euch da irgendwie was eingeteilt, sodass du sagst, okay, ich bin Nahangreifer, du bist Fernangreifer oder ich bin Zauberer, du bist
Scharfschütze oder so. Nee, oder. Oder halt so ein Dings. Ist noch nie im Koop gespielt, muss ich auch sagen. Die haben wir nicht. Also nimmt ihr einfach mal den besten Loot, oder wie ist das zu verstehen? Ich hätte jetzt geweint, hätte ich hier welche gestorben. Einfach jetzt nach Hause gehen, schlafen und dann sein Leben genießen. Hier sind tausende Creeper, Hilfe! Nee. Ach Gott sei Dank. Wollte Zauberer sein, ich habe mir noch nicht wirklich eine Rolle. Ja, ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt wird halt Nahkampf auch Fernkampf. Also manche Schwerter gehen halt so weit in die Reichweite, da kann man auch Fernkampf zu sagen. Aber ich empfehle... Ja, ich war Schwertkämpfer jetzt einmal. Und ich fand es eigentlich nicht schlecht. Hi. Oh nein. Die warten auf mich. So, einmal und jetzt zack, 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 zack. Einmal ist jetzt hier. Leder haben wir auch hier schon mal gut. Jetzt muss ich hier erstmal zack. Zack, wir haben den Hangglider. Oh, ich hab grad so, ey, wäre das ein anderer Creeper gewesen? Ich wäre am Arsch. Ich wäre einfach am Arsch gewesen. Das Haus wäre einfach kaputt. Ich hätte einfach gesagt, nee, alter Features. Hab vor ein paar Tagen erst von dem Game erfahren, noch nie Videos. Oder? Nein. Nein. Nee. Nochmal. Okay, mein Ofen ist hier. Das ist ja noch einer. Ja, komm. Ja, verdammte. Wisst ihr, als ich gesagt habe, dass ich dann Rage Quit machen würde? Ich hab grad meine Mega-Chest ist down. Alles. Das ist.
essen ohne Witz alle meine Items weg. Das Haus ist so hart zerfetzt, dass es dreimal umgedreht wurde. Ich will nicht mehr. Was ist das denn für Scheiße? Ich kann jetzt nochmal neu anfangen. Ich kann nochmal ein neues Haus bauen. Ja gut, nächstes Stream baue ich dann die Pizzeria, wenn das jetzt hier alles so eskaliert ist. Ey, das ist doch... Zum Glück habe ich die wichtigsten Items jetzt bei mir gehabt. Es ist alles weg? War hier nicht noch eine Schaufel drin? Also hier ist der Eisenofen, das ist schon mal was Gutes. Jo. Ja. Eher ist nicht, danke. Das war sowieso provisorisch, aber... Ja, ich genau... Da liegen meine Items. Ach so! So ein Haufen Scheiße. Jetzt habe ich aus diesem Holz weggeschmissen. Jetzt habe ich schon wieder aus diesem weggeschmissen. Das ist gerade einfach nur super, ey. Ich muss ja alles nochmal überarbeiten. Ich will hier aber nicht wegziehen. Das ist gerade echt einfach nur toll. Also ich fühle mich gerade einfach nur super. Wenn jetzt... Komm, jetzt... Nee... Komm, jetzt noch ein Creeper. Einfach, komm. Jetzt einfach tu es einfach jetzt. Erlöse mich von meinem Leid. Ah, hier ist Eisen. Schön, dass hier Eisen ist. Und die Items hier? Von der Doppelkiste? Von der Megakiste? Es fehlt irgendwo ein Block. Wer hat es mir passiert, hätte ich mein PC aus dem Fenster geschmissen und gesagt, such den neuen Besitzer. Komm, Philipp, hol dir doch die und die Mod. Komm, Philipp, das macht bestimmt Spaß. Komm, in diesem einen Block jetzt funktioniert das hier nicht. Ich schwör, wenn diese... Wenn jetzt alle meine Items da drin gelöscht wurden, weil irgendwie die Mod damit nicht kompatibel ist und darauf nicht klarkommt, dass es gerade umgedreht wurde... Dann höre ich für heute auf. LOL. Das ist eine lange Nacht für dich. Nee, ich werde das in dem nächsten Stream machen. Ich werde das schön... Wenn ihr etwas erledigen könnt, dann... Verschieb das so schnell wie möglich, so lange wie möglich, bis es dann irgendwann ist. Ich werde das im nächsten Stream alles wegmachen. Das ist doch nicht mehr. Oh, wo ist meine Kiste?
Heißt hier wenigstens ein Grund, warum ich alles abreißen kann. Lass dir Zeit. Kein Problem. Lass dir einfach Zeit. Man kann so oder so gleich aufhören, weil wir noch 10 Minuten haben. Ist auch mal nicht danke. Zwei. Ja, ist doch alles normal. Da haben wir das Problem. Mann, zum Glück habe ich ja jetzt gar kaputt gemacht. Also ich muss sagen, der Stream heute lief echt super. Also wir haben keine Schäden davon getragen. Es läuft alles so, wie es laufen soll. Wenigstens meine Items müssen wenigstens noch stehen bleiben und dann funktioniert alles. Dann ist es für mich okay. Ja, nicht okay, aber es ist schon akzeptabel. Just chatting. Warte mal ganz kurz. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Gut, wir sitzen nochmal die letzten 6 Minuten jetzt einfach ab. Ohne Musik. Ich hocke jetzt einfach hier. Komplett, ne? Gut gelaunt. Ich mache heute dann doch gar nichts mehr. Ich wollte auch vielleicht was eigentlich für Schule oder so machen. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ne, ich mache gar nichts. Vielleicht gehe ich gleich noch in Arceus rein. Vielleicht grinde ich jetzt noch ein bisschen. Vielleicht gucke ich mir jetzt ein paar Rezepte an für ein paar Gerichte, die ich mir morgen machen kann. Ich werde aber nichts mehr Verpflichtendes machen, was ich jetzt eigentlich machen sollte. So ein krasser Bullshit ist das, ey.
Es tut einfach nur noch weh. Es tut einfach nur noch weh. Und bei euch so. Ist das Leben bei euch nicht eine Qual? Das sind wieder solche Momente, wo ich ein bisschen bereue, nicht mehr zu trinken. Kappa. Ja, auch keinen Sinn mehr, jetzt einfach 4 Minuten hier, um meine Zeit abzusitzen. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Ja. Oh, schön. Dann morgen wollten ich und Featuring Games vielleicht, beziehungsweise mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in Text 2 weitermachen. Deswegen sehen wir uns dann spätestens morgen wieder. Wenn es wieder heißt, ich streame und verzweifle. Gute Nacht. Genieße die Zeit. Tschüss und bis dann.